Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Runde PvE Tank It to the Limit. Und ich bin diesmal der König Alastana Bomb King mit seiner Grumpy Bomb. Kronos brauchen wir hier. Moralschub ist sehr. Ja, muss man nicht unbedingt haben. Ist unwichtig auf dieser Map. PvE, wir sollen nämlich gegen KI spielen, die sehr krass tanky-like sind. Bis auf Rover nur durchgängig Tanks. Und ich zeige euch mal eine Möglichkeit, wie man ganz gut auf dieser Karte zurechtkommt. Besonders mit Bomb King. Was ich auch festgestellt habe, man braucht schon eine gute Teamzusammenstellung und auch ein Team, das diese Map einigermaßen kann, um überhaupt eine Chance zu haben. Und daher ist es echt gar nicht mal so leicht, hier einen Sieg zu erringen. Es kann auch gut passieren, dass es nicht klappt während der Folge. Aber wir versuchen mal unser Bestes zu machen. Jedenfalls ständig Grumpy Bombs und F-Bomben. Irgendwie ran. Nee, Mist. Das ging daneben. Oh, diese ganzen Türme hier, die müssen unbedingt weg. Die killen mich sonst auf Dauer. Ja. Nein. Nein, nein. Manchmal kommen die KIs auch hier hoch, die Schweine. Bis jetzt führen sie noch. Vielleicht kann man da hinten noch ein bisschen was helfen. Grumpy Bomb natürlich nicht zu vergessen. Was auch eine coole Taktik ist, die Gegner einfach abzulenken. Zielen sollte natürlich auch. Verdammt! Ja, da steht die Bombe. Super. Ach, komm hier. 96%, das geht doch gar nicht. Ich habe zwar meine Ulti ready, aber meistens bringt sie nichts, weil die Gegner haben mehr Heilung. Sie haben. Verdammt. Sie haben weitere Reichweite, die Türme allein, was sie schon. Die laden ihre Ulti schneller auf, also ja, sind echt krass. Und natürlich auch Belastbarkeit gut gegen meine Bomben und andere Stun-Aktionen. Ja, das ist hart. Also ich habe das Spiel jetzt schon so 10, 12 Mal gespielt, vielleicht auch mehr. Und habe es 2 oder 3 Mal erst gewonnen. Allerdings dann auch mit der Jove, mit der Jessie und dem Jove zusammen. Da kann man sich auch ein bisschen besser absprechen. Zum Beispiel mal Dumba ist hier super. Er kann schön heilen, gleichzeitig Schaden machen. Dann, ne, Stun-Dumber, wie ich es ja in der Folge davor schon gezeigt habe, ist auch gar nicht mal so übel. Ja, also da kann ich euch nur raten, sucht euch ein paar Jungs zusammen, mit denen ihr schön zockt und sprecht euch ab, trefft euch in Teamspeak, Discord und versucht die richtige Strategie herauszufinden. Fragt euch bestimmt, ja, warum machst du das denn nicht mit Jove und Jessie zusammen, ja, hatten gerade keine Zeit, die zwei, beziehungsweise also Jessie hatte keine Zeit. Oh, komm, dieser eine Kill wäre es jetzt gewesen. Und der Jove, ja, dem ist immer noch die Stimme weggeblieben. Versucht mich hier runterzuholen. Jo, einmal wegkicken. Ist dann. Ja, ob es besser gerade aus. Also, ich habe hier auch schon ein paar Kills gemacht mit Bomb King. Das geht auch ganz gut. Wenn man dann auch mal die Gegner trifft. So, Leute. Und wenn ihr rankommt hier. Weg da. Jetzt müsste allerdings nicht nur. Haut ab da.
Dann sind auf mich die Schweine. Mal kurz gucken, ist hinter mir jemand? Nee. Oh, ich glaube, die waren auf dem Weg. Bin ja so ein kleiner Schisser, ne? Gebe ich ja gerne zu. Oh, komm, Overtime. Gleich hätten wir es sonst. Nochmal Grumpy Bomb. Gib's mir nochmal, Junge. Oh, ich muss aufpassen. Heil dich hoch. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes. Schieben erfolgreich. Ja. Gut, ich war zum Schluss nochmal runtergeschossen. Geil. Oh, richtig schön viel Credits. Können wir uns dann auf jeden Fall mehr Leben. Lebensriss ist schon mal gar nicht so übel. Ja, wollen wir mehr die... Hier lohnt sich vielleicht sogar Bulldozer, um die ganzen Geschütze von... Barracks zu zerstören. Ich glaube, flinke Hände, weil ich hatte ja zwischendurch immer das Problem, dass ich ein bisschen brauchte zum Nachladen und ja. Auch wenn es verführerisch ist, meine Ulti ist ready. Ja, im perfekten Moment würde es gehen, aber da müssten schon zwei Gegner Minimum auf Low sein und die heilen sich so schnell hoch. Das ist ja. Ja. Deshalb verzichte ich auch mal hier die einzusetzen. Das ist dann nur noch so eine Verzweiflungstat. Wenn eh alles andere nicht mehr klappt, dann kann man das nochmal versuchen, aber. Ja. Wir müssen schon hier oben bleiben. Versuchen das zu managen. Yes, ein Doppelkill. Immerhin, ja. Nicht schlecht. Läuft doch ganz cool eigentlich, Leute. Da haben wir aber Schwein gehabt. Nein, nein, nein. Kurz vor dem Kill wäre es gewesen nochmal schnell. Aber den hat sich vielleicht jemand anders gerade geholt. Yes! Geht doch! Geil, Leute! Gute Arbeit. Ja! Geil, wir haben es geschafft! Wow, und dennoch noch in der Aufnahme! Yeah, ein großer Feier! Hey, Leute, spielt's auch noch! Juhu, doppelt große Feier! Hey! Wahrscheinlich mein Doppelkill da. Ja, das war echt richtig geil. Bam! Cool. Hey, beste Schadenseinheit. Also so habt ihr gesehen, naja, wenn ihr es selbst noch nicht geschafft haben solltet, wie es funktioniert oder auch vielleicht eine andere Strategie habt ihr mal gesehen. Und ja, 81.000 Schaden. Ein gutes Team im richtigen, ja, die gut zusammenspielen, die können das Ganze reißen. Und von daher an der Stelle sage ich jetzt mal bye bye, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.